Der Anime Monsters von Eiichiro Oda spielt in der Welt von One Piece. Um genau zu sein, befinden wir uns in der Vergangenheit. Wir bekommen eine Geschichte erzählt von Ryuma, einem legendären Samurai aus Wano Kuni. Eines Tages hat Ryuma Wano Kuni verlassen, um die Welt zu sehen und der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Während des Wano Kuni Arcs haben wir etwas Schockierendes gesehen, und zwar, dass das antike Wano Kuni unter Wasser liegt. Das bedeutet, dass zu der Zeit, wo Ryuma gelebt hat, der Meeresspiegel deutlich niedriger war und man kein Schiff benötigt hat, um die Welt zu bereisen. Ryuma konnte also ohne Probleme laufen. Der wahre Grund, warum der Meeresspiegel in One Piece angestiegen ist, ist Imu-sama. Wir konnten sehen, dass Imu das Königreich Lulusia zerstört hat. An diesem Ort, wo das Königreich war, befindet sich nun ein riesiges Loch, was ähnlich aussieht wie das Loch in Inis Lobby. Nach der Zerstörung von Lulusia ist der Meeresspiegel erneut angestiegen, und genauso war es auch in der Vergangenheit. Wenn Imu-sama eine Insel zerstört hat, dann ist der Meeresspiegel angestiegen. Die Verbündeten von Joy Boy haben dafür gesorgt, dass die Fischmenscheninsel weiterhin unter Wasser existieren kann, um die antike Waffe Poseidon zu beschützen. Genauso haben sie auch Wano Kuni beschützt, weil sich dort die antike Waffe Pluton befindet und weil in Wano Kuni die Poneglyphe entstanden sind, die die wahre Geschichte beinhalten. Man baute also Mauern um Wano Kuni herum, damit die antike Stadt nicht komplett zerstört wird. Ryuma hat während seiner Reise viele Abenteuer erlebt und viele Menschen gerettet. Die Personen, die er gerettet hat, gaben ihm den Namen King. Ryuma aber wusste nicht, dass er vom Volk King genannt wird und dachte, dass King eine andere Person ist, und suchte lange Zeit lang nach diesem King, um gegen ihn zu kämpfen. Eines Tages kam Ryuma in einer Stadt an und hatte ziemlich viel Hunger. Jedoch hatte er kein Geld dabei, weshalb ihn keiner Essen bringen wollte, bis er dann in einer Bar ankam, wo ein Mädchen namens Flair als Kellnerin arbeitet und ihn dann Essen brachte, und das kostenlos. Ryuma war aber nicht der einzige Schwertkämpfer in der Bar, Kyurano, ein Meisterschwertkämpfer, war ebenfalls dort. Wir erfahren, dass Flair damals aus einem Dorf gerettet wurde, was von einem Drachen angegriffen wurde. Kyurano ist derjenige, der Flair gerettet hat. Kyurano hat ein ähnliches Charakterdesign wie Mihawk, dem besten Schwertkämpfer der Welt. Als Kyurano die Bar verlassen wollte, hat sein Schwert das Schwert von Ryuma berührt, und das heißt bei Schwertkämpfern, dass es dann zum Kampf kommen muss. Ryuma kämpfte also gegen Kyurano, hat dabei eine Kupferstatue in zwei geteilt. Beim genauen Hinschauen sehen wir, dass das Schwert von Ryuma zu diesem Zeitpunkt schon das Shusui ist und es zu dem Zeitpunkt schon ein Black Sword ist. Die Technik, die er verwendet, um die Kupferstatue in zwei zu teilen, ist die Technik, die Zoro damals im Kampf gegen Mr. One verwendet hat, um ihn zu besiegen. Flair unterbricht den Kampf zwischen Ryuma und Kyurano, und beide verlassen die Bar. Ryuma wird vorgeworfen, einen Mann abgestochen zu haben. Dieser Mann hatte ein Horn dabei, und zwar das sogenannte Drachenhorn, womit man einen Drachen beschwören kann. Und dieser Mann hat dieses Horn geblasen, wodurch die Stadt jetzt in Gefahr war, weil dort nun ein Drache auftauchen wird. Die Bewohner und auch Flair beschuldigen alle Ryuma, dass er schuld jetzt dafür ist, dass die Stadt zerstört wird. Kyurano taucht auf und sagt, dass er es mit dem Drachen aufnehmen wird und versuchen wird, den Drachen zu besiegen und das ganze Volk die Stadt verlassen soll. Flair ist dagegen und will nicht, dass Kyurano sein Leben riskiert, aber Kyurano hört nicht auf Flair und bleibt in der Stadt, während die Bewohner die Stadt verlassen. In Wahrheit ist das alles ein Plan von Kyurano. Er hat damals das Drachenhorn aus einem Tempel gestohlen, er ist dafür verantwortlich, dass Flairs Heimat zerstört wurde, und er hat sogar die Eltern von Flair getötet, und sein Ziel ist es jetzt auch, diese Stadt auszurauben. Dafür hat er alle Bewohner weggeschickt. Flair machte sich Sorgen um Kyurano und blieb gemeinsam mit Ryuma noch in der Stadt, aber als sie dann beide sahen, dass Kyurano und sein Komplize die Stadt ausrauben und am Lachen sind, war Flair schockiert und musste weinen. Ryuma wurde sauer und hat Kyurano mit nur einem einzigen Schlag getötet. Genauso hat er auch den Komplizen von Kyurano getötet. Doch dann passierte es, der Drache ist in der Stadt aufgetaucht und fing an, die Gebäude zu zerstören. Flair war bereit dazu, gemeinsam mit der Stadt zu sterben, und wollte zum Drachen gehen. Als sie dann sah, dass Ryuma gegen diesen Drachen kämpft, war sie schockiert, und Ryuma hat es geschafft, den Kopf des Drachen abzuschneiden und ihn somit zu töten. Das Ende der Folge wirft einige Fragen auf. Ryuma verlässt die Stadt, nachdem Flair sich bei ihm bedankt hat. Flair weiß immer noch nicht, wer genau Ryuma ist. Doch der Barkeeper weiß jetzt, wer Ryuma in Wahrheit ist. Und zwar ist Ryuma in Wahrheit der König der Schwertkämpfer, auch bekannt als King. Aber Ryuma selbst weiß nicht, dass er der König der Schwertkämpfer ist. Also sucht Ryuma eigentlich die ganze Zeit sich selbst.
Vor 23 Jahren gab es einen Kampf zwischen Moria und Kaido. Moria hat diesen Kampf verloren und seine Crew wurde auch von Kaido getötet, aber Moria schaffte es zu entkommen und er hat die Leiche von Ryuma gestohlen und auch sein legendäres Schwert Shusui. Damit Moria sich an Kaido rächen kann, hat er sich auf der Filler Bark eine Zombie-Armee aufgebaut und auch Ryuma war ein Teil dieser Zombie-Armee. Er hatte nämlich den Schatten von Brook. Der Körper von Ryuma war in einem sehr guten Zustand, obwohl Ryuma schon seit hunderten Jahren tot ist. Das ist schockierend, weil Brook innerhalb von sehr kurzer Zeit zu einem Skelett wurde und von seinem Körper fast nichts mehr übrig war, außer sein Afro. Der Grund, warum der Körper von Ryuma so gut erhalten blieb, ist, dass die Menschen in Wano Kuni Ryuma wie eine Mumie behandelt haben aus Ägypten, damit sein Körper nicht schnell verwesen muss. Zoro hat gegen Zombie Ryuma mit Brooks Schatten gekämpft und war überrascht, wie stark er ist. Obwohl der Zombie von Ryuma nur den Schatten von Brook hatte, war er viel stärker als Brook und Zoro schaffte es nur sehr knapp, den Kampf zu gewinnen. Da das Shusui ein Black Sword ist und das echte Haki von Ryuma beinhaltet, hat der Körper von Ryuma sich dazu entschieden, Zoro das Shusui zu übergeben. Denn Zoro ist in Wahrheit mit Ryuma verwandt. Eiichiro Oda hat in einer SPS bestätigt, dass Zoro ein Nachfahre von Ryuma ist. Sehr wahrscheinlich ist auch Mihawk der Nachfahre von Kurano und das ist dann auch der Grund, warum Mihawk so viel von Zoro hält, weil er die Legende von Ryuma kennt, der seinen Vorfahren Kurano besiegt hat. In One Piece Databook Weaver Card erfahren wir, dass der Beiname von Ryuma Shimotsuki ist, aber sein echter Familienname wird uns nicht verraten. Wenn wir uns aber Zoro Schwerter genauer anschauen, bemerken wir etwas Unglaubliches. Wir haben erfahren, dass Schwerter in One Piece nur sehr schwer zu kontrollieren sind. Ein gutes Beispiel ist das Enma von Kozuki Oden, womit Zoro große Probleme in Wano Kuni hatte. Zoro konnte das Wado Ichimonji ohne große Probleme benutzen, weil er eine Verbindung zu Kuina hatte. Das Shusui konnte Zoro auch ohne große Probleme benutzen, obwohl das Shusui ein Black Sword ist, weil er mit Ryuma verwandt ist. Aber wie konnte Zoro das Sandai Kitetsu benutzen, was eines der verfluchtesten Schwerter in One Piece ist? Die einzige logische Erklärung dafür ist, dass Ryuma zu der Kitetsu-Familie gehörte, die ausgelöscht wurde wegen den verfluchten Schwertern und einem großen Verbrechen. Das Abenteuer von Ryuma hat gerade erst begonnen. Wir haben nämlich erfahren, dass er eines Tages eine Narbe am linken Auge haben wird, das heißt, er wird noch auf viele starke Gegner treffen, eventuell trifft er sogar auf Joy Boy und wird Teil seiner Crew. Auf jeden Fall gibt es noch genug Geschichten zu Ryuma zu erzählen, deshalb lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, damit Eiichiro Oda sieht, dass wir mehr über Ryuma erfahren wollen und vielleicht wird es bald einen eigenen Anime zu Ryuma geben. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.